Im Bundestag wird häufig gepöbelt. Normalerweise gibt es dafür einen Ordnungsruf. Im Internet wird noch viel mehr gepöbelt und da passiert häufig nichts. Außer in ganz bestimmten Fällen, da passiert auf einmal sehr viel. Frage: Was hat 200 Beine, trägt Uniform und hat neben Handschellen auch 10 Liter schwarze Wandfarbe dabei? Richtig, eine Polizeihundertschaft in Hamburg, die Andi Grotes Namen reinwaschen will. Andi Grote ist SPD-Innensenator und er ist der wohl einzige Politiker in Deutschland, der einen Wikipedia-Eintrag vorweisen kann, in dem 17 Mal das Wort Pimmel vorkommt. Respekt. Wenn man etwas aus der Welt schaffen will und es dadurch unfreiwillig viel, viel größer, wichtiger und bekannter macht, dann nennt man das den Streisand-Effekt. Man wird dazu demnächst wohl auch Grote-Effekt sagen können. Pimmelgate. Es ist der mutmaßlich kleinste Skandal Deutschlands. Hier nochmal kompakt zusammengefasst von Sebastian Ried. Großalarm in Hamburg. Die Polizei rückt an. Und zwar seinetwegen. Schwerverbrecher Marlon, der lieber unerkannt bleiben will. Morgens früh bin ich aufgewacht und die Mutter meiner Kinder rief mich an und sagt, hier gab es gerade eine Hausdurchsuchung. Dann habe ich mich aufklären lassen, dass wohl 6 Polizisten um kurz vor 6 morgens an der Wohnung klopften und dann direkt reinstürmten, ihr einen Durchsuchungsbefehl ins Gesicht hielten und in jedes Zimmer stürmten. Nun, die Staatsanwaltschaft in Hamburg hatte ihre Gründe für die Razzia. Dringend gesucht wurde Marlons Handy. Ich habe einen Tweet unter einen Beitrag des Innensenators Andi Grote gesetzt mit dem Text: Du bist so ein Pimmel. Andi Grote? Ein Pimmel? Beleidigung der höchsten Gefahrenklasse auf Twitter. Da muss die Wohnung sofort durchsucht werden. Das sehen auch die Hamburger Bürger so. Sehr übergriffig, eigentlich unangemessen. Das ist eine Meinungsäußerung, da muss er mit leben. Wenn ihm Hass im Internet wichtig ist, da gibt es viel schlimmere Kommentare. Ach was, Andi Grote einen Pimmel nennen? Das ist ja wohl ein dickes Ding. Und das alles nur, weil er sich auf Twitter fundiert zu Corona-Themen geäußert hat. Der Innensenator hatte damals im Netz Feiernde im Schanzenviertel als ignorant bezeichnet. Und mit Corona-Regeln kennt sich Andi eben aus. Einige Monate zuvor hatte der Senator selbst gegen die Auflagen verstoßen. Ach, der hat doch nur eine Corona-Party gefeiert. Da kann man auch mal ein Auge zudrücken. Aber bei einem Pimmel-Tweet, da ist Gefahr im Verzug. Da muss sofort die Kavallerie ausrücken. Eines muss uns, glaube ich, allen klar sein. Wenn wir wollen, dass solche Taten, Hass- und Beleidigungstaten im Netz konsequent verfolgt werden, dann gehören dazu ganz regelmäßig auch Durchsuchungen. Dann ist der gute Ruf des Innensenators jetzt wiederhergestellt. Hey, was ist denn das für ein Aufkleber? Oh, da ist noch einer. Und hier. Mach das schnell weg, bevor das noch jemand sieht. Die Polizei hat heute auf St. Pauli Aufkleber aus dem Stadtbild entfernt, auf denen Innensenator Andi Grote beleidigt wird. So, alle weg. Und dann Schluss damit. Die Polizei hat ja noch andere Sachen zu tun. Aber kurz danach haben Unbekannte denselben Text auf einem Plakat an der Roten Flora aufgehängt. Naja, dafür ist die Polizei jetzt aber nicht mehr zuständig. Das sind ja keine Maler. Heute früh habe die Polizei das Plakat mit schwarzer Farbe übermalt, sagte ein Sprecher. Aber stopp mal! Der Spruch ist ja nur einen Abend später wieder da. Da wird doch nicht schon wieder die Polizei. Heute haben Polizisten die Schrift erneut mit schwarzer Farbe übermalt. Okay, also doch. Naja, warten wir mal den nächsten Tag ab. Och, nö, oder? Sogar US-Medien haben über die Pimmel- oder inzwischen eher Pinselposse berichtet. Tja, es gibt eben Dinge im Leben, die werden umso größer, je mehr man sich an ihnen reibt. Die Hamburger Polizei hat inzwischen erklärt, dass sie weitere Pimmelmalereien nicht mehr entfernen wird. Ich denke, das ist angemessen, denn vielleicht ist das Wort Pimmel ja auch nur ein Akronym. Und eigentlich sollte es populärer Innensenator mit makelloser Einsatzleitung heißen. Es ist auf jeden Fall erfreulich, wenn Hate Speech konsequent geahndet wird. Es ist halt nur seltsam, dass es mal sehr konsequent geschieht und mal überhaupt nicht. Es kommt ja durchaus häufiger vor, dass Politiker und vor allem Politikerinnen verbal attackiert werden, aber dann in einer ganz anderen Dimension. Renate Künast zum Beispiel hat sich ja auch dagegen mal juristisch gewehrt. Da ging es aber eben um Beleidigungen solcher Art. Dich müsste auch mal eine Gruppe Nordafrikaner durchvergewaltigen. Dann würdest du vielleicht auch mal sowas steht da, ja? Drecksfotze und, das kriegen sie da ständig geboten.
Ich würde gerne mal erleben, dass frauenverachtende oder auch rassistische Kommentare, wie sie viele im Netz ertragen müssen, mit der gleichen Konsequenz verfolgt und unterbunden würden. Klar, es ist eine Beleidigung. Pimmel ist ja nicht einfach ein Pass pro Toto, eine rhetorische Figur, also ein Teil, der für das Ganze steht. Nein, ich denke, der Täter hat ganz bewusst nicht geschrieben, Andi, du bist so ein Blondschopf oder was weiß ich, anderes Organ, du bist so eine Milz oder du bist so eine Amygdala. Wobei das sogar passen würde, denn die Amygdala im Gehirn ist ja der Ort, wo übertriebene Aufregung entsteht. Bei Hass, Hetze und Drohungen sollten wir alle hinsehen, keine Frage. Aber ich finde, läppische Beleidigungen darf man auch ruhig mal durchwinken. Das kann man mal ignorieren. Nicht jedes Gedödel und Gemecker ist wichtig. Und nicht alles erfordert unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Und vor allem, man muss auch nicht immer und auf alles reagieren. Hä? Jugendsprache? Ja, Jugendsprache kann ich, natürlich. Hey, ihr Swiffer, was cruncht? Schon unseren Kanal abonniert? Und lookt auf jeden Fall in die ARD-Mediathek. Da gibt's jetzt das Browser-Ballett als Sitcom-Satire in Serie. Mit Luise von Fink und Schlecki Silberstein. Und bangt die Glocke, ihr Floppies. Ne?